Morgen. So. Ich würde gerne mit dem Gebet starten. Papa, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, Herr, dass wir den Tag mit dir starten dürfen und mehr von dir hören und erkennen dürfen. Herr, ich bitte dich, Herr, dass uns Herr, durch diesen Morgen, durch den Tag führst und dass wir neue Kenntnisse von dem haben, wie groß du bist, wie gut du bist, Herr, wie groß die Liebe ist, die du für uns hast, Herr, und wie groß und schön der Plan ist, den du für unser Leben hast. Ich bitte dich, führe und leite uns in Jesu Namen. Amen. Matthäus Kapitel 11, Vers 28. Matthäus 11, 28. Da sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und diese Tage diesen Vers gelesen und eine Sache, die mir bewusst geworden ist, ist, dass Jesus, er sagt, hey, kommt her zu mir, ich möchte mit euch gehen. Also, mir ist aufgefallen, dass ich sehr oft versucht habe, sehr vieles für Gott zu tun, aber ich habe sehr vieles für Gott getan, ohne es mit ihm zu tun. Und er sagt hier, kommt zu mir, die mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich eins der Dinge, so eins der Hauptdinge, die die Welt heutzutage sucht, ist Ruhe für die Seele. Also wie viele Leute kennen wir, die unruhig sind in ihrer Seele? Und wie oft sind wir es? Unruhig und versuchen Dinge zu erreichen und versuchen Dinge zu machen und zu schaffen und wir versuchen unseren Platz zu finden und versuchen unsere Liebe in dem zu erarbeiten, dass wir Sachen erreichen und immer diese Unruhe in der Seele, immer dieses, oh, ich muss irgendwas schaffen, ich muss irgendwie was erreichen, ich muss gute Noten schreiben, ich muss gute Leistung bringen in der Arbeit, ich muss. Und das ist diese Last, die wir mit uns tragen. Und er sagt, hey, geh mit mir. Geh mit mir. Und ich möchte, also mein Ziel für dich ist, dass es leicht wird für dich. Mein Ziel für dich ist, dass du Ruhe in deiner Seele findest. Ich finde es so schön, Johannes 10, Vers 10 sagt, denn ich bin gekommen, um Leben zu geben und Leben im Überfluss. Und ich glaube, eins der Dinge, die wir wahrscheinlich verlernt haben, ist, also wir wissen, er ist da und wir wissen, dass wir zu ihm kommen dürfen. Aber ich glaube, wir haben verlernt, ihm zuzuhören. Ich glaube, wir haben oft, also wir sind in so einer Eile und alles muss so schnell passieren und wir haben so viel zu tun und es sind so viele Dinge, die noch erledigt werden müssen und diese ganzen Probleme stürzen auf uns ein und wir denken uns, wir haben keine Zeit. Und die Zeit, die wir uns für Jesus nehmen, ist vielleicht im Auto einen Podcast anzuhören, mal kurz mit ihm zu quatschen oder vielleicht in der S-Bahn mal kurz die Bibel aufzuschlagen, aber es ist nicht mehr dieses, wir nehmen uns Zeit, um seine Stimme zu hören. Und ich finde es so schön, dass er sagt, und ich möchte, dass ihr Ruhe für eure Seele findet. In Epheser Kapitel 2, Vers 10. Da sagt er, denn wir sind seine Schöpfung. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.
Und ich glaube, wir verstehen den zweiten Teil ziemlich gut. Es sind gute Werke, in denen wir wandeln sollen. Aber ich glaube, wir, also dieses, das Wort, wir sind seine Schöpfung. Das ursprüngliche Wort dafür ist Poema. Und daher kommt das Wort Poem. Daher kommt das Wort Gedicht. Ne? Und hier sagt er, wir sind Gottes Gedicht. Ne? Also Frauen denken sich, oh. Ja? Und Männer denken sich, ja, ich will kein Gedicht sein. Ja? Also bist du vielleicht ein Rap. Ja? Oder ein Spoken Word. Okay? Es ist wie, Männer trinken ja keine Coke Diet. Sie trinken, wie heißt die andere? Zero, genau. Ich trinke keine Diet, ich trinke Zero. Genau, also kein Gedicht, aber wir sind Spoken Words. Aber es ist so schön, also ich glaube, dass wir oft, wenn wir hören würden, dieses Gedicht, das er über uns spricht, wenn wir hören würden, was er für Wahrheiten über uns spricht, die Worte, die er ausgesprochen hat, wo er uns geschaffen hat, wenn wir seine Stimme hören würden und erkennen würden, wer wir in ihm sind, dann wäre die Ruhe für unsere Seele wieder da. Dann würden wir nicht versuchen, für Liebe zu arbeiten, sondern aus dieser Liebe rauszuarbeiten. Wenn dieses Gedicht lebendig werden würde in uns. Ich fand es so schön, ich habe letztens eine Predigt gehört, wo der Prediger gesagt hat, Gott ist Jesus nicht gekommen, um schlechte Menschen gut zu machen, sondern er ist gekommen, um Tote wieder aufzuerwecken. Halleluja. Und ich glaube, dass wenn wir, hier sagt er auch in 2 Vers 6, denn er hat uns mit auferweckt. Ne, wir sind in ihm mit auferweckt worden. Dieses Gedicht ist wieder zum Leben gekommen. Und ich wünsche mir für uns, dass wir uns die Zeit nehmen, seine Stimme zu hören. Ich habe letztens in einem Kurs hat ein Pastor mal gesagt, wir sind Jünger Christi. Aber wir haben die Beziehung von einem Jünger zum Meister umgedreht. Wir reden mehr als der Meister. Und es müsste eigentlich so sein, dass der Meister uns, er sagt, und lernt von mir. Wir können nicht von ihm lernen, wenn wir die ganze Zeit nur reden. Sondern es gehört dazu, einfach mal ruhig zu sein und zu erkennen. Die Bibel sagt, wir kennen seine Stimme. Und einfach ruhig zu sein und zu sagen, okay Gott, was sagst du über dieses Chaos in meinem Leben? Und in seiner Gegenwart, das ist das Schöne, also in seiner Gegenwart ergibt alles Sinn. In seiner Gegenwart auf einmal kommt, trifft diese Ruhe ein. Und auf einmal trifft, okay, er ist immer noch in der Kontrolle. Er hat immer noch alles im Griff. Er hat mich nicht zur Seite gestellt und mich vergessen, sondern ich bin immer noch in seiner Hand. Und deshalb mein Wunsch für uns ist, dass wir seine Stimme hören, dass wir von ihm lernen, dass dieses Gedicht, das er ausgesprochen hat, wo er uns geschaffen hat, dass wir diese Worte hören und nicht die Worte, die vielleicht über uns gesprochen wurden, über unser Leben und wo das Gedicht verdreht wurde, wo Worte ersetzt wurden, sondern die Wahrheit, die nur von Christus kommt, dass wir diese Wahrheit hören und dass wir dadurch wieder diese Ruhe finden, die nur er uns geben kann, die Ruhe für unsere Seele. Und wir werden nicht mehr, wie gesagt, nicht mehr für Liebe arbeiten und versuchen, irgendwas zu erreichen, sondern weil wir so geliebt sind. Wir werden nicht mehr versuchen, für ein Königreich zu arbeiten, sondern aus einem Reich, aus dem Reich Gottes zu arbeiten. Es dreht sich alles. Und es wird alles leichter. Ich finde es so schön, dass Jesus hier nochmal bestätigt und sagt, er sagt, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wie oft haben wir so diese Vorstellung, dass Christentum ist sowas Schwieriges und sowas Hartes. Und er sagt, hey, sanft und leicht. Und ich möchte dafür beten, dass wir in dieses Sanfte und in dieses Leichte reinkommen. Und dass wir diese Ruhe für unsere Seele finden. Dass es nicht diese Unruhe ist. Diese, oh, ich muss und ich habe noch und die E-Mails und die Nachrichten, die ich bekommen habe. Und meine Arbeit, meine Familie, meine Schule, meine Uni und... Sondern einfach nur Ruhe. Gott hat alles im Griff. Er ist immer noch da. Seine Stimme ist immer noch mächtig. Es ist immer noch sein Geist in uns. Und es ist,
das ist immer noch so groß und so mächtig und so voller Liebe. Und mein Wunsch ist, dass wir diese die größte Belohnung, die wir haben in dieser Beziehung zu Gott, ist seine Gegenwart. Und dass wir diese Belohnung, dass wir die voll ausleben. Lass uns diese Gegenwart Gottes, diese Gegenwart Jesu in unserem Leben voll ausleben. Und einfach wissen, hey, er ruft, er sagt, hey, kommt her. Kommt her zu mir, die mühselig und beladen sind. Hey, lass uns gemeinsam gehen, lass uns zusammen gehen. Amen. Amen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du mit uns gehen möchtest. Ich danke dir für die Wahrheiten, die du über uns aussprichst. Ich danke dir für die Worte, die du ausgesprochen hast, wo du uns erschaffen hast. Ich danke dir, dass du jeden von uns, Herr, auf eine besondere, auf eine einzigartige Art und Weise geschaffen hast, Herr. Und ich bitte dich, Herr, lehre uns, deine Stimme zu hören, Herr, und zu verstehen, welches deine Stimme ist und welches nicht deine Stimme ist, Herr. Welche deine Worte sind und welche nicht deine Worte sind. Herr, lass uns diese Ruhe für die Seele finden, die nur du für uns hast, Herr. Ich bitte dich, führe und leite uns. Und Herr, wir legen diesen Tag in deine Hände und wir sprechen aus, dass es einfach der beste Tag wird, den wir bisher erlebt haben, Herr. Einfach weil du mit uns bist, Herr. So bete ich und ich danke dir, Gott. Ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für diesen Tag und ich danke dir dafür, dass wir mit dir gehen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen.